Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Alan Wake 2. Dann wollen wir mal. Ah ja. Dich habe ich schon gehört. Dankeschön. Okay. Hier müsste ich noch mal das Licht rausnehmen. Und hier war noch was. Da müssen wir nämlich hin. Aber hier war da auch noch was. Oh ja. Yeah. Na dann. Wer zoomt denn? Okay. Moment, hier gibt es nämlich ein Wort der Macht. Irgendwo. Oder ist es das? Nee, da ist ja die Tür. Moment. Okay, das ist da oben. Irgendwo. Obwohl das gar nicht so aussieht. Oder ich habe es doch schon verpasst. Weil hier ist auch keine Dings. Ach doch, hier. Ah ja, okay. Es ist doch hier. Super. Ich hatte schon befürchtet, dass ich das verpasst habe. Aber ja. Okay. Gut. Ah, okay, ja, das sind ja nur die Pfeile. Ah, ja, okay. Ach, das hatte ich schon mitgenommen, deswegen. Dann soll man nämlich einmal so hier durchgehen, weil wir müssen nämlich einmal zu der einen Seite, nicht zu der anderen. Irgendwie. Hieß es. Ich muss irgendwie zu dem einen Licht. Ach, oder kriege ich das schon so mit? Ah, okay.
so war das. Dann soll man das hier einsetzen. Und jetzt dürfen wir, glaube ich, wieder runter. Ja, ich habe mir mal so ein bisschen eine Lösung angeguckt, weil ich irgendwie das letzte Mal hier dran verwirrt bin. Wie das hier gehen soll. Ja. Ja. Was? Ach ja. Was ist denn? Genau, und hier müssen wir rein. Geh mal davon aus, weil das wirkt so. Schön. Gefällt mir. Oh, schön. Haben wir hier noch was, oder? Die stach mir ins Auge. Ach, schön. Ja, dann. Entschuldigung. Ocean View Cocktail 2550. Vielleicht? Wäre praktisch. Ah. Hä? Müsste das ja dann nicht 2550 sein? Oh, schön, danke. Die Waffe wäre wirklich praktisch. Wenn ich gleich noch Platz dafür habe. Entschuldigung. Wie denn? Wie komme ich da ran? Nein, Shotgun 19. Shotgun. Aber ich hatte ja keine Möglichkeit, da irgendwie was. Hä? Shotgun ist 19. Entschuldigung. Aber how? Wieso kann er das nicht einfach nehmen? Ach, weil das Inventar voll ist. Ja, gut. Das hatte ich ja befürchtet. Dass unser, falsche Taste, unser Inventar etwas voll sein könnte. Ich hätte mal die Dings vorher ablegen sollen, aber wir hatten ja so viel Platz. Wir hatten ja so viel Platz.
Wo geht's denn da hin? Achso. Ja, passt ja, ne? Können wir ja nochmal hier ein bisschen mehr ablegen. Wäre jetzt natürlich toll gewesen oder schön gewesen, wenn wir da irgendwie das nochmal in der Nähe gehabt hätten. Das war hier irgendwo. Da. Ach nö. Immer noch da. Super. Mhm. Steh doch da nicht. Meine Güte. Ja. Wo will er? Ich pack mal das rüber, ne? So, ja, danke. Das ist genau das, was ich gebrauchen kann. Dass die da im Hintergrund so, ne? Ja. Was nehme ich denn mal mit? Die auf jeden Fall. Das ist die Munition. Die haben wir sowieso momentan nicht. Die Munition dafür. Oh, danke. Das klingt immer gut. Ja, ja. Behalt's immer. Ich will sie gar nicht haben. Mhm. Könnte es natürlich auch anders machen, dass wir dann hier die nehmen, direkt die Waffe haben und dann sortiere ich das irgendwann. Wo bist du denn? Halt die Schnute! Ich hoffe doch, ich habe jetzt genug Platz. Mit vier Plätzen. Für die Schrotflinte. Ich habe echt gedacht, ich muss damit was machen. Naja. Ja, lauf doch mal dran vorbei. So dick bist du nicht. Ja. Das war einfach der Platzmangel, ne? Der irgendwann dann mal wieder da ist. Ach ja, warte mal. Müssen wir ja noch auf die Schnellauswahl. Nee. So, dann kann das dahin. Nein! Warum? Da war das sonst immer hier bewegen und so, ne? Ja, natürlich ist da als erstes ausrüsten, nicht bewegen. Dankeschön. Hier. Dann kommt das da noch hin. Das da noch hin. Und dann haben wir alles soweit. Ah ne, warte mal. Moment. Ich glaube, das passt so besser. Ja, war wieder closed.
Nein! Was war das denn? Arschgeige. Ich hab mir doch nur die Brotflinte geholt. Lass mich doch mal. Alter. Muss ich das jetzt hier machen? Damit das hier geöffnet ist? Warte. 2, 5, 5, 0. Da brauchte man den Code für. Von der Barkarte. Bin ich froh, dass ich mir den gemerkt habe. Nach dem großen Schock. Wahrscheinlicher wäre es eher gewesen, dass ich hier nochmal hätte zurückrennen müssen. Juhu, ist noch Soße da? Nein? Schade. Also hier, ne? Ich weiß ja nicht. Nee, also wirklich, nee. Also das gibt mir so leichte Shining-Vibes. Also hier würde ich nicht wohnen wollen. Also auch nicht für Urlaub und so, ne? Stimmt, der hat mir ja den Zimmerschlüssel gegeben. Juhu! Im Raum befand sich nur der Projektor. Mehr Spiele. War der Film eine Botschaft, die abgespielt werden sollte? Dann machen wir das doch mal. Dann geh doch mal an. Okay. Ah ja. Kommen wir jetzt im richtigen Raum an? Haben wir jetzt so eine Art Portal benutzt? Buh. Runter vom Bett? In diesem Tempel aus Schatten und Nebel befindet sich ein Fenster am Boden und eine Tür an der Decke. Ah ja. Man weiß nicht, ob man stillsteht oder läuft oder kniet. Alan, das ist dein Double. Stimmt's? Ja, richtig. Ich bin Tom. Mehr oder weniger. Willkommen im Hause Zane. Der Schriftsteller. Der Taucher. Ja. Sie sehen aus wie ich. Der Dichter. Vielleicht sehen Sie aus wie ich, Sie hübsches Bürschchen.
Der Taucher war eine beliebte Rolle aus einem meiner Filme. Ah, ja. Filmemacher. Ein gefeierter Autorenfilm. Ich brauche Antworten. Warum ist Return so wichtig? Was? Alan, Sie ärgern sich immer so dermaßen. Kommen Sie, ich mache Ihnen einen Drink. Sie und ich, Alan, wir stecken da gemeinsam drin. Zwei Künstler mit demselben Ziel, wissen Sie noch? Wir schmieden den Schlüssel zur Flucht. Ihr Meisterwerk Return und sein unvermeidliches Pendant, mein Film. Wir teilen unsere lebensverändernden Visionen. Eine Verschmelzung der höheren Geister. Wir erträumen unser transzendentales Kunstwerk. Hier, in diesem Raum. Ah ja. Das Lied kenne ich. Es heißt Return, weil wir zurückkehren. Deswegen kann er sich nicht mehr dran erinnern, weil er die ganze Zeit stoned war. Keine gute Kombi übrigens. Alkohol und Drogen sind nicht gut fürs Gehirn, auch nicht als Künstler. Und auf die Art entstand dann die Magie. Ah ja. Schluss mit diesem Schwachsinn. Alice ist in Gefahr. Ich brauche einen neuen Tatort, um weiterzukommen. Zurück zum Parliament Tower. Scratch ist... Ihre Frau ist in Sicherheit, und zwar im echten New York. Aber Scratch greift nach ihr aus dem Übergang. Return ist der einzige Ausweg aus dem dunklen Ort. Sie müssen ihn vor diesem Freak finden. Hier im Hotel gibt es einen Tatort. Lassen Sie sich von Ihren Texten dorthin führen. Hallo? Night Springs. Sie sind uns auf den Fersen. Falls jemand fragt, wir waren niemals hier. Ja. Okay, Thomas Zane ist genauso... Thomas Zane hatte unser Gespräch auf paranoide Weise beendet. Ja. Ich hatte, was ich von ihm brauchte. Im Hotel gab es einen weiteren Tatort, der mich meiner Flucht näher brachte. Mhm. Ich musste den Weg dorthin schreiben. Dankeschön. Wie soll ich denn das kombinieren? Ach, von da aus, ja. Idiot. Klar. Das Geflüster des Polizeifunks hielt mich nachts wach. Das Wort im Äther. Ein Mord vor der Kulisse eines Theaterstücks über einen mörderischen Kult. Sowas von Meta, sagte er und blickte wissend auf die Kamera. Ich konnte den Kult des Wortes und ihren Anführer, Mr. Scratch, darin spüren. Gerüchten zufolge Alan Wake, der vor Jahren verschollene Schriftsteller. Das Hotel war der perfekte Ort für eine Casey-Episode. Ich war auf dem richtigen Weg. Ah ja. Na dann. Steigen wir den überhaupt nicht gruseligen Aufzug? Ich würde in der Lobby beginnen. Schön! Ich hoffe, ich kriege hier noch einen Speicherraum oder so. Mhm. Die Eingangshalle, wo alles begann. Hier waren sie alle reingekommen. Das Opfer, der Mörder, der Detective. Eine Idee, klar wie eine Vision, erwartete mich hier. Schön. Das ist sehr inspirierend. Ich fange gleich mal an zu schreiben. Aha. Oh, hier haben wir auch noch was. Ich sollte mal echt mal wieder die richtigen Tasten nehmen. Aber hier haben wir nur das eine, ne?
Uns fehlt noch das andere. Was haben wir hier? Das ist ein sehr... Dankeschön! Ich wollte gerade sagen, ein sehr hell erleuchteter Raum. Das gefällt mir. Ah ja, die haben wir verbraucht, ne? Ja. Ja. Man sollte es auch mitnehmen, ne? Okay. Kommt das dahin? Und so. Ich brauche dringend mehr Platz, ne? Ich brauche dringend mehr Platz. Juhu. Oh, ja, toll. Oh, ja. Love it. Aber ich fühle mich schon ein bisschen sicherer, weil ein Speicherpunkt in der Nähe ist. Das ist schon so ein bisschen, ne? Der Raum am Ende des Korridors war abgeriegelt. Mhm. Er fühlte sich bedeutsam an. Dort würde etwas Schreckliches passieren. Gut. Hier war doch irgendwo der Schlüssel, ne? Hier ist noch ein Echo. Hier ist der Schlüssel für Zimmer 104. Nur wo? Dahinter? Gehen wir erstmal weiter. Hier komme ich auch nicht rein. Machen wir hier nur was? Ich konnte nicht rein. Mir fehlte etwas. Ja, der Schlüssel, der da vorne liegen soll. Hier. Ach so, ich muss mir den Schlüssel noch schreiben, oder wie? Was haben wir hier noch? Achso, hier kann ich noch nichts auswählen. Eingangshalle. Ja. Das ist super. Aber hier müsste ja auch was sein, weil, ne? Hier kamen die ganzen Gegner her, aber kommen wir nur dahin. Die Türen sind zu. Ah, da müssten wir irgendwie rein, weil da das andere Echo ist. Falsche Dings. Ja. Da ist ein Echo. Genau, die Tür ist abgeschlossen und die Tür ist abgeschlossen. Hier soll der Schlüssel liegen. Hm. Ich musste den Schlüssel finden. Ja.
Normalerweise liegen die ja hier, ne? Ach. Sie waren also der Regisseur dieses Stücks? Ja, das war ich. Unsere Aufführung von Der Kult war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Der Kult ist eine immersive Theatererfahrung. Ah ja. Das müssen Sie mir etwas näher erläutern. Immersives Theater. Ein Stück, bei dem das Publikum teilnehmen kann. Der Kult ist eine Legende. Da die einzige schriftliche Kopie des Manuskripts verloren gegangen ist, wird das Stück traditionell mündlich zwischen Theatergruppen weitergegeben. Jede Gruppe führt es nur einmal auf. Das Stück soll besondere Kräfte haben. Wir waren wie Kinder mit einem Hexenbrett. Nur, dass der Teufel tatsächlich kommt, wenn man ihn ruft. Das Vorabritual, das ist es. Es arrangieren. Von vorne beginnen. Gut, dann haben wir da jetzt zumindest schon mal einen Anhaltspunkt. Och Mensch, ihr seid ja schon wieder da. Und das ist der Schlüssel. Die Gruppe war mit dem Bau eines Wickerman beschäftigt, wo sie selbst geopfert werden sollte. Der Requisitenraum wurde von Raum 104 in Raum 225 gebracht. Guten Tag. Würde gerne lesen, was auf dieser blöden Kiste steht. Bringen Sie diese Requisiten in Zimmer 104, 225. Wir brauchen sie später im Ballsaal. Okay. Dann öffnen wir mal. Okay. Guck mal. Das sind Requisiten, die mir gefallen. Ja. Nett. War hier noch eine Tür? Jetzt bin ich verwirrt. Okay. Achso, da war neue. Dankeschön. Für diesen netten Empfang. Ja, Inventar ist voll. Ach, warte mal, hier hinten hatten wir doch
Oder nicht? Ja, hier hinten ist eine Box. Ein Schuhkarton. Mache ich erstmal das. Ach Mensch. Kommt denn ihr denn schon wieder her? Hm? Nur weil ich mal kurz was weggepackt habe, ha? Wieso ist das Inventar voll? Weil er das nicht beiseite bewegen kann, um das aufzusammeln. Eieieiei. Das funktioniert nicht automatisch. Ich bin enttäuscht. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch Platz gemacht. In den Tor. Okay. Auch in Ordnung. Brauche ich wenigstens nicht tausendmal hin und her laufen, weil wir doch zu viel wieder haben. Und kein Platz und so. Warte mal, der Pfeil zeigt in die Richtung und der Pfeil zeigt hier rein. Also muss hier doch irgendwo was sein. Handlungstafel? Nein. Ach, wir sind jetzt da. Cool. Aber was? Warte mal, da ist noch eine Tür. Ist die verwendbar? Ah, wir sind wieder im Bad. Oder nicht Bad. Ah ja, und alles voll. Das wird gleich super. Wenn dann gleich wieder welche auftauchen, nur weil ich was weggebracht habe. Die nehme ich mit. Da waren ja zwei, ne? So. Ja, habe ich doch gewusst. Na, wo seid ihr denn? Schon vorne an der Tür, super. Ja, nachladen. So. Ach so, okay. Gut. Ich meine, hier tauchen ja auch immer wieder Leute auf, ne? Hier muss doch irgendwie... irgendwie was sein. Hier zeigt der Pfeil nach da und da zeigt der Pfeil nach hier. Oh. Ja, das war der Timer.
wollte ungern nochmal, ne? Naja, egal. Das sind 224. 221, 223. Ach, hier müssten wir hin. Huch. Okay, nee, dann passt das schon. Machen wir das beim nächsten Mal. So, dann speichere ich einmal. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye.